Hi und herzlich willkommen zurück hier bei MRTV. Ihr wollt euch eine neue VR-Brille kaufen und ihr wart euch eigentlich schon sicher, es soll die Valve Index werden. Jetzt hat HP aber die HP Reverb G2 angekündigt, die nochmal ein paar hundert Euro günstiger ist, dafür aber ein schärferes Bild liefert als die Valve Index und jetzt seid ihr euch nicht mehr so sicher. In diesem Video werde ich euch die Unterschiede genau aufzeigen, damit ihr eine informierte Kaufentscheidung treffen könnt und genau damit geht's jetzt los. Willkommen zurück hier nochmal bei MRTV. Mein Name ist Sebastian Ang und auf diesem Kanal hier geht es um die virtuelle Realität. Ich bringe euch unabhängige und ehrliche Reviews zu allen VR-Headsets, zu VR-Zubehör und es gibt die neuesten Neuigkeiten. Also wenn ihr euch für das Thema interessiert, abonniert diesen Kanal und klickt aufs Glockensymbol, damit ihr keins meiner Videos verpasst. Ihr wollt euch eine neue VR-Brille kaufen und die Valve Index ist da ganz oben auf eurer Einkaufsliste. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so, denn das ist immer noch meine Lieblingsbrille und ich kann sie euch vollkommen empfehlen. Jetzt gibt es aber bald eine neue VR-Brille und zwar die HP Reverb G2. Die wurde letzte Woche angekündigt und jetzt fasse ich nochmal zusammen, worum es dabei eigentlich genau geht. Die HP Reverb G2 ist der Nachfolger der Original HP Reverb. Dieses Headset wurde besonders von Simulationsfans sehr geschätzt, denn sie hat eine sehr hohe Auflösung und dementsprechend ein sehr scharfes Bild. Leider hatte sie aber auch ein paar Probleme. Und zwar gibt es hier kein IPD-Adjustment. Das heißt, man kann die Linsen nicht dem eigenen Augenabstand anpassen. Und die Displays hatten ein paar Probleme mit Mura. Das heißt, es sah so aus, als würde man durch eine dreckige Windschutzscheibe hindurchschauen. Die G2 löst diese Probleme laut HP vollständig. Die G2 kostet $599, wahrscheinlich in Europa ungefähr 650 Euro. Und sie hat immer noch dieselbe hohe Auflösung von 2160x2160 Pixeln. Diesmal aber mit noch besseren Farben, besserer Kontrast und höhere Helligkeit. Und wie gerade schon erwähnt, gibt es anscheinend nicht mehr diese Mura-Probleme. Jedenfalls laut HP. Ich werde das hier natürlich im Test testen, sobald ich da ein Modell hier zur Verfügung habe. Diesmal gibt es auch eine manuelle IPD-Justierung. Das heißt, man kann die Linsen dem eigenen Augenabstand anpassen. Das ist sehr wichtig und laut HP hilft das auch bei dem FOV, bei dem Blickwinkel, den man in VR hat. Diesmal soll man die vollen 114 Grad vollständig sehen können. Das war bei der Original HP Reverb nicht der Fall. Auch diesmal dabei mehr Kameras. Wir haben immer noch das Inside-Out-Tracking von Microsoft, aber diesmal anstatt zwei Kameras, vier Kameras. Wie ihr hier seht, am Rand gibt es hier nochmal zwei Kameras und das dürfte dafür sorgen, dass das Tracking nochmal wesentlich besser wird. Und auch die Controller sind verbessert worden. Diesmal gibt es nicht wie bei der ersten Version dieses Trackpad hier, sondern zwei Buttons. Das heißt, wir haben jetzt dasselbe Tastenlayout wie die Oculus Touch Controller. Also das sollte auch definitiv nochmal besser sein als bei der ersten Version. Außerdem haben wir jetzt verbessertes Audio. Wie ihr hier seht, sind das ganz genau dieselben Kopfhörer wie bei der Valve Index und dementsprechend werden wir wirklich tollen Sound haben bei der HP Reverb G2. Jetzt habt ihr also schon mal einen Überblick über die HP Reverb G2. Jetzt wollen wir aber mal Schritt für Schritt genau die beiden Headsets miteinander vergleichen. Die Valve Index und die HP Reverb G2. Wie gesagt, ich habe das Gerät noch nicht, deswegen mein Vergleich richtet sich jetzt nach den Specs. Und ich gehe davon aus, dass HP mich nicht angelogen hat, wenn sie sagen, dass sie die Displays verbessert haben. Also davon gehe ich jetzt mal aus in diesem Vergleich. Es geht aber erstmal los mit dem Preis. Das ist das Einfachste, was wir vergleichen können. Die Valve Index kostet 1079 Euro im Gesamtpaket. Was heißt das Gesamtpaket? Das heißt, sie kommt dann mit den Controllern, die Valve Index Controller und mit Basisstation. Und die Basisstation braucht ihr, um dieses Gerät zu benutzen, denn das ist für das Tracking zuständig und darüber reden wir gleich. Wenn ihr schon Basisstationen haben solltet, weil ihr zum Beispiel die Vive oder die Vive Pro vorhattet, dann braucht ihr die nicht kaufen, dann könnt ihr euch das im Set kaufen, nur mit den Controllern
Und das kostet $799. Ich meine, im Euro-Bereich kostet es 849 Euro, aber das werde ich nochmal hier einblenden. Also ungefähr 800 oder 1000 Euro werdet ihr auf jeden Fall ausgeben, wenn ihr die Valve Index haben wollt. Bei der Reverb G2 ist das ein bisschen besser. Die kostet in Amerika $599. Die Europreise sind noch nicht angegeben worden, aber ich gehe mal aus von 649 Euro. Und da ist dann wirklich alles dabei, was ihr braucht. Denn bei der Reverb G2 braucht ihr keine Basisstation aufstellen. Dazu kommen wir gleich nochmal, wenn es ums Tracking geht. Das ist Inside-Out-Tracking und ja, ihr braucht nur das Headset und die Controller und die sind dann im Set schon dabei. Also 649 Euro, definitiv ein paar hundert Euro günstiger als die Valve Index. Und im Preis, da ist auf jeden Fall die G2 der klare Sieger. Dann geht es jetzt mal zum Tracking und da gibt es sehr große Unterschiede. Die Valve Index benutzt das sogenannte SteamVR Lighthouse Tracking und das ist das beste Tracking, was es momentan auf dem Markt gibt. Dazu benötigt ihr zwei Basisstationen, die ihr bei euch zu Hause aufstellen müsst. Und diese Basisstationen, die senden Laser aus und anhand dieser Laser kann sich das Headset im Raum tracken und auch die Controller. Und dieses Tracking ist sehr präzise und wie gesagt deswegen auch das beste Tracking, was es auf dem Markt gibt. Denn mit diesem Tracking können die Controller auch getrackt werden, wenn sie zum Beispiel hinter eurem Rücken sein sollten. Wenn ihr aus irgendwelchen Gründen die Controller hinter eurem Rücken haltet, werden sie immer noch weiter getrackt und deswegen das Lighthouse-Tracking mit den Lasern ist definitiv das beste Tracking, was es auf dem Markt gibt. Aber ihr seid dann auch gebunden an eure Play-Area, an die Area, wo ihr die zwei Basisstationen aufgestellt habt. Und wenn ihr das mal zum Freund bringen wollt, geht das nicht wirklich einfach, denn dann müsst ihr auch bei eurem Freund diese Basisstation aufstellen. Bei der G2 ist das anders. Die G2 benutzt Inside-Out-Tracking. Und zwar funktioniert das mit Kameras. Hier bei der Original Reverb noch mit zwei Kameras, aber dann bei der G2 mit vier Kameras. Und diese Kameras tracken eure Umgebung und anhand dieser Daten weiß dann das Headset, wo es sich befindet und auch wo die Controller sind. Das geht also alles optisch und dieses Tracking funktioniert auch wirklich sehr gut. Selbst schon mit den zwei Kameras funktioniert das Tracking erstaunlich gut und ich habe das schon mal für euch in diesem Video ausgetestet. Mit den vier Kameras, also noch zwei Kameras mehr, wird das nochmal wesentlich besser werden und dann wird es höchstwahrscheinlich auch genauso gut werden wie das Tracking der Oculus Quest oder der Rift S. Aber das muss ich dann in dem Moment nochmal für euch testen. Aber ich denke mal, es wird auf jeden Fall richtig gut werden und es wird definitiv gut genug für die allermeisten Benutzer sein. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Es ging wirklich schon mit dem Original Windows Mixed Reality Tracking sehr gut. Aber jetzt mit vier Kameras wird es nochmal besser. Und das Gute ist, dass man eben keine Basisstation braucht. Das heißt, ihr könnt das Headset zum Kollegen bringen, mit eurem Laptop zum Beispiel, und ihr könnt dann dort auch VR spielen. Definitiv cool. Allerdings würde ich trotzdem sagen, natürlich gewinnt die Valve Index hier diesen Wettbewerb, denn das Tracking mit dem SteamVR Lighthouse System ist einfach das allerbeste, was es momentan auf dem Markt gibt. Dann kommen wir jetzt zum Bild. Wie sieht eigentlich die virtuelle Realität dann aus in den beiden Headsets? Und da kann ich euch ganz klar sagen, das Bild der Reverb G2 wird besser aussehen, schärfer aussehen, als das Bild der Valve Index. Denn wir haben einfach die höhere Auflösung. Bei der G2 2160 Pixel mal 2160 Pixel pro Auge. Und bei der Valve Index haben wir nur 1600 mal 1440 Pixel pro Auge. Und diese Auflösung wird auch über einen größeren FOV gestreckt, denn die Valve Index hat einen größeren Blickwinkel in der virtuellen Realität als die G2. Und deswegen ist das Bild bei der Reverb G2 schärfer. Ich kann noch nichts sagen zum Farbeindruck, aber laut HP soll er ja viel besser sein als bei der G1, aber das werde ich dann in dem Moment austesten. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, das Bild wird schärfer sein bei der G2 und vielleicht wieder für Simulationsfans, die wirklich die Instrumente genau ablesen wollen im Flugzeug, ja, im Sim-Flugzeug oder im Fahrzeug, da wird das dann mit der G2
besser dargestellt werden. Wo die Valve Index allerdings punkten kann, das ist der FOV, also der Blickwinkel in der virtuellen Realität. Und für viele von euch könnte das der ausschlaggebende Punkt sein. Denn FOV ist definitiv auch sehr wichtig, was die Immersivität der virtuellen Welt anbelangt. Bei der Valve Index haben wir da 135 Grad gegen 114 Grad bei der G2. Also schon definitiv ein recht großer Unterschied. Auch besser bei der Valve Index die Bildwiederholrate. Die ist nämlich bis zu 144 Hertz bei der Valve Index und bei der G2 90 Hertz. 90 Hertz ist nicht schlecht, wirklich gut genug, aber 144 Hertz ist natürlich nochmal besser. Aber es gibt jetzt nicht wirklich viele Spiele, die wirklich die 144 Hertz darstellen können. Ja, also das muss ich euch auch ganz klar dabei sagen, 90 Hertz ist wirklich auch ziemlich gut. Aber wie gesagt, FOV definitiv besser. Ja, da kann ich also keinen eindeutigen Gewinner jetzt finden. Für diejenigen, die das scharfe Bild wichtig finden, da wird die G2 besser sein. Und für diejenigen, die jetzt nicht das allerschärfste Bild brauchen und für die der FOV wichtiger ist und die Bildwiederholfrequenz, da ist dann die Valve Index besser. Als nächstes möchte ich über die Linsen sprechen. Bei beiden Headsets kommen da Fresnel-Linsen zum Einsatz, aber bei der Valve Index haben wir eine Doppellinsen-Architektur. Das ist zwar gut für den FOV, der ist etwas größer, aber leider haben wir da doch recht viele God Rays. Das ist so eine Art Schlierenbildung in Szenen mit hohem Kontrast, zum Beispiel weißer Text auf schwarzem Hintergrund. Mich persönlich stört das nicht so sehr, denn normal im Spiel sieht man das nicht, sondern nur würde ich so in so Intro-Szenen zum Beispiel, wenn man eben diesen weißen Text auf dem schwarzen Hintergrund hat, aber normalerweise stört dann das eigentlich nicht. Aber es gibt definitiv einige von euch, die das stören wird. Und deswegen möchte ich das in diesem Video auch ansprechen. Die G1 und die G2 haben dieses Problem nicht. Die haben eben nicht diese Doppellinse. Und laut HP hat die G2 auch nicht so starke God Rays wie die Valve Index und deswegen hier ein Punkt für die G2. Als nächstes möchte ich über die Controller reden und bei der Valve Index bekommt ihr da die Valve Index Controller und das sind meine persönlichen Lieblingscontroller auf dem VR-Markt. Die sind wirklich toll und das Besondere daran ist, man kann die Hände auch mal öffnen, das heißt, man muss nicht die ganze Zeit zupacken. Und der Controller bleibt trotzdem an der Hand dran. Das ist wirklich toll. Man kann zum Beispiel Granaten werfen und so weiter und so fort. Und man muss keine Angst haben, dass man den Controller wegwirft. Außerdem gibt es bei dem Valve Index Controller vollständiges Finger-Tracking. Das heißt, wenn ihr diese Bewegung hier ausführt zum Beispiel, dann kann man das bei Spielen auch in der virtuellen Realität sehen, wenn das Spiel das unterstützt. Definitiv gut für die Immersion und das sind die besten Controller auf dem Markt. Ja, bei der G2 haben wir neue Controller. Das heißt, wir haben nicht mehr hier die Original Windows Mixed Reality Controller. Ich zeige euch die jetzt mal jetzt, die Controller, die dabei sind bei der G2. Das sind bessere Controller. Die sind jetzt ergonomischer als die Original-Controller das waren. Und wir haben jetzt dasselbe Tastenlayout wie bei den Oculus Touch-Controllern. Das heißt, wir haben einen Thumbstick und wir haben zwei Buttons und noch Menü-Buttons. Definitiv gut für Developer, denn jetzt braucht man dann nicht mehr extra für Windows Mixed Reality ein neues Tastenlayout zu machen. Ich glaube, dass die Controller gut sind, aber die haben eben nicht diese Funktionalität, dass man auch mal die Hand öffnen könnte, ja, und es gibt auch kein Finger-Tracking. Deswegen, ich glaube schon, die sind okay, aber die werden nicht so gut sein wie die Valve Index Controller und deswegen ein klarer Punkt hier für die Valve Index. Dann zum Sound. Das ist ein großes Upgrade für die G2, denn die G2 hat jetzt dieselben Kopfhörer wie die Valve Index und diese Kopfhörer sind einfach toll. Die liegen nicht auf dem Ohr an und das ist die beste Audiolösung in VR, die man in diesem Jahr und auch im letzten Jahr kaufen konnte. Definitiv toll und deswegen haben wir hier Gleichstand, denn sie haben eben genau dieselben Kopfhörer. Dann möchte ich auch nochmal auf den Tragekomfort zu sprechen kommen. Der ist bei der Valve Index wirklich toll. Bei der G2 kann ich das noch nicht sagen, denn ich habe sie eben noch nicht getragen. Aber ich gehe davon aus, dass der Tragekomfort auch gut sein wird, denn wir haben hier ganz genau dasselbe Headstrap wie bei der Valve Index und die G2 ist leichter als die Valve Index. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Tragekomfort
bei der G2 auch wirklich toll sein wird. Die Kabellänge bei der Valve Index ist 5 Meter zur Breakout-Box und dann nochmal 1 Meter von der Breakout-Box zu eurem PC, also insgesamt 6 Meter. Und bei der G2 ist das Kabel direkt 6 Meter lang, also keine großen Unterschiede, was die Kabellänge anbelangt, und die Kabellänge ist definitiv in Ordnung. Ich denke mal, jetzt habt ihr einen guten Überblick, wo genau die Unterschiede liegen zwischen Valve Index und der HP Reverb G2. Meiner Meinung nach ist die Valve Index immer noch das beste Headset, das beste Gesamtpaket, einfach mit dem besten Tracking, mit dem besten Controller, mit Fingertracking, mit einem tollen Bild, mit einem sehr guten FOV und gutem Sound. Aber jetzt gibt es auch ein wirklich spannendes neues Headset für alle, die jetzt nicht 1000 Euro ausgeben wollen, die vielleicht nur 650 Euro ausgeben wollen und die das Headset vielleicht mal zum Kollegen mitnehmen wollen und einfach Inside-Out-Tracking spannender finden und die einfach das schärfste Bild haben wollen, wie zum Beispiel Simulationsfans. Also ich denke mal, das wird sich auch wirklich gut verkaufen. Also nicht hier die G1, sondern die G2, die ihr hier sehen könnt. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, dann tut das doch. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt über die Valve Index oder über die Reverb G2, dann stellt eure Fragen doch bitte unten in den Kommentarbereich. Und schreibt mir auch, werdet ihr die Valve Index kaufen oder doch die Reverb G2 oder vielleicht ein ganz anderes Headset? Schreibt es doch bitte unten in den Kommentarbereich rein. Das war's und ich freue mich drauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dann, macht's gut. Ciao.